Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Wir zocken mit der PSVR 2 Propagation Paradise Hotel. Das Game ist am 12. Oktober im PlayStation Store erschienen, kostet 19,99 € und lasst euch nicht vom Titel Paradise Hotel so ein bisschen täuschen, denn dieses Hotel hier hat nichts mit Paradies zu tun. Ja, wie wir da hinten sehen, wir sind umzingelt von blutrünstigen Zombies, die unser Gehirn fressen wollen. Und ja, zur kleinen Story. Wir sind Emily, die in einem Hotel eingesperrt ist. Wir kommen nicht raus. Es ist eine Seuche ausgebrochen und ja, wir sind mit einigen Leuten eingesperrt. Und so fängt das Ganze an. Am Anfang waren die wohl mal zu mehreren Leuten, nachher sieht man nur noch einen anderen und Emily sucht aber nach ihrer Schwester Ashley und ja, das ist eigentlich das Hauptthema vom Spiel. Wir wollen unsere Schwester auch retten und ja, ich hatte bereits eine Aufnahme gemacht, leider ist das Mikrofon so ein bisschen, ja, ist leer gegangen, der Empfänger, und es war kein Ton mehr da, deshalb jetzt nochmal neu. Ich werde so ungefähr 30, 35 Minuten euch mal vom Spiel zeigen. Wir haben hier zur PC-Version auch nochmal was anderes, dass wir einmal 120 Hertz native Unterstützung haben. Und es sind noch Dinge reingekommen, Gegenstände, die wir nutzen können, benutzen können, aufheben und so weiter und so fort. Und sind ein paar Sachen dabei, ja, die auch ein bisschen witzig sind, finde ich. Zur PC-Version muss ich sagen, die PC-Version sieht natürlich auch gut aus, aber jetzt mit dem OLED der PSVR 2 sieht das natürlich nochmal, ja, eine Ecke schöner aus. Auch das Dunkle und die Farben kommen viel, viel besser zur Geltung und ja, sieht echt top aus, muss man einfach sagen. Ich werde jetzt hier nicht mehr so viel Angst haben in den ersten 30 Minuten wie in meinem Livestream. Den werde ich euch auf jeden Fall in die Infobox packen, in die Beschreibung, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, da seht ihr auch ein bisschen mehr vom Gameplay und ich möchte euch aber jetzt hier die PSVR 2 Version zeigen, so ein bisschen, ja, rüberbringen, was hier so ein bisschen was anderes ist. Eventuell finden wir ja noch das ein oder andere, was unterschiedlich ist zur PC-Version. Und ich würde sagen, gucken wir uns mal ganz kurz die Einstellungen an, die wir hier haben. Also wir haben einmal Sprache, da sind verschiedene Spanisch, Französisch, Italienisch, Englisch und so weiter und so fort. Es gibt aber nur englische Sprachausgabe und wir haben dann die Untertitel. Immerhin besser als nichts. Und wir haben die Texte auf den Briefen dann halt auch in Deutsch übersetzt. Das ist auch cool. Schusswaffenseite, wo wir die Schusswaffe dann haben wollen. Taillenweite vom Gürtel. Hier haben wir unseren Gürtel. Ich lasse alles so, das passt eigentlich ganz gut. Gurthöhe können wir auch in der Höhe verschieben, den Gurt. Und Position, ob wir stehen oder sitzen wollen. Das ist auch gut, dass das hier implementiert ist. Drehtyp kontinuierlich, das heißt Smooth Turn und kein Snap Turn, kann man aber auf Snap Turn schalten. Magnetische Teleportation, dass man an wichtigen Stellen halt ransnappt, magnetisch, das ist auch ganz wichtig. Für Leute, die gerne ein bisschen realitätsnah haben, haben wir Munitionsmenge ausblenden und das weiß ich nicht, was das hier ist, Kabel zu interaktiven Objekten ausblenden. Ja, also wer die beiden Sachen hier ausblendet, versteckt das Kabel, das hilft, interaktive Objekte zu bestimmen. Ja, weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Irgendein Hinweis auf jeden Fall. Werden wir gleich mal auf den Grund gehen. Vielleicht. Dann haben wir einmal alternatives Greifen, ermöglicht Sachen auch mit L2 und R2 aufzuheben. Dann haben wir Greifmodus aktiv, das heißt, wir müssen permanent, wenn wir Sachen in der Hand halten, die Grifftaste auch gedrückt halten. Dann invertierte Steuerung, das ist für Links- oder Rechtshänder. Normalerweise steht es auf Rechtshänder. Wenn ich das hier aktiviere, ist es auf Linkshänder, dann dreht sich das Ganze. Und ja, Vorwärtsrichtung ist immer die Sicht oder halt die Hand. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt, könnt ihr umstellen. Dann vertikale Ausrichtung. Wenn das hier nicht passt, dann könnt ihr das auch nochmal hier einen kleinen Offset reinbringen. Ja, Fortbewegungsmodus, ob wir Teleportation oder fortlaufend nehmen oder wir wollen beides. Ich lasse einfach mal beides aktiv. Sehr wichtig für Motion Sickness anfällige Leute, die brauchen hier definitiv Teleport. Ja, und hier haben wir nochmal die Soundeffekte. Das eine, was lauter oder leiser sein soll, das kann man sich hier schön einstellen. Ja, das ist es eigentlich mit den Einstellungen und dann gehen wir mal ins Spiel rein. Wir beginnen von neu. Wir spielen Mittel.
und los geht's. Also die Soundeffekte sind hier sehr, sehr gruselig, muss ich sagen. Und also für mich ist es so, dass es manchmal das Blut in den Adern gefrieren lässt. Mir gehen solche Horrorspiele sehr nah, muss ich sagen. Wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Das mal dann. Davon mal abgesehen. Ja, wir wollen in den 7. Stock. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, so beginnt das Ganze. Hier ist unsere Schwester Ashley. That's crazy, everything that's happening. Zwillingsschwester auch noch. I miss you, Ashley. I hope you're all right. It sounds like Owen needs help. Ihr habt Owen kennengelernt. Ja, was neu ist. Diese Gegenstände, die hier sind, die gab es vorher nicht. Die konnte man, gab es vielleicht, konnte man aber nicht aufheben. Und jetzt haben wir überall so Sachen rumliegen, die wir auch benutzen können, aufheben können und fangen können. Also, es ist echt cool gemacht. Ich glaube, wir müssen dem auch ein bisschen Toilettenpapier mitbringen. Also, grafisch ist das echt, ich finde es vollkommen in Ordnung. Sieht gut aus, macht Spaß. Alles knackscharf. Also wir haben jetzt hier im VR-Bereich sieht das schon verdammt gut aus, muss ich sagen. Ah, guck mal. Macht sogar ein Geräusch. Also Nudelsuppe. Also wir nehmen eine Kartoffel und jetzt will ich was probieren. Jetzt will ich was probieren. Geht natürlich nicht. Das wäre noch cool, aber ich kann hier so fast balancieren. So, ich will gleich was ausprobieren. Das zeige ich euch gleich. Da ist Owen. Oh, Owen hat was. Is everything okay? No, it's not Emily. Not at all. That was the last job. No more peanut butter. How will we ever survive? Schade. Seriously, with the food that's left, how much longer can we last? I'd say a few days, maybe a little over a week if we're organized. Well, it only took the end of the world for me to finally start a diet. At least my wife's gonna be over the moon. Okay. The door won't hold much longer. We really need some help to get out of here. So, das wollte ich probieren. Okay, das geht leider nicht. Das ist echt eine harte Kartoffel. Aber ich finde es schön, dass sie das hier eingebaut haben, dass man hier wirklich auch ein paar Gegenstände hat, die man so nutzen kann. Das kriegen wir nachher. There has to be a survivor somewhere. I'm so sick of waiting. Also die hängen hier komplett fest. Oh ja, mal sprühen. Was zum Sprühen? Oh, das gibt's sogar. Und schaut mal. Wir haben hier sogar dann Feuchtigkeit. Das ist ja cool. Und hier sehen wir die ganzen Briefe, die wir immer finden. Und die sind halt auch komplett in Deutsch. Und ja, vor 10 Tagen fanden wir uns in der Küche wieder. Einige Infizierte griffen uns an und zwangen uns hierher zurückzuziehen. Schnell versammelte sich eine Gruppe, um das Hotel zu verlassen. Bewaffnet mit Messern und anderen Küchenutensilien. Kurz danach, nachdem sie gegangen waren, hörten wir Schreie. Es sind nur noch 5 von uns übrig. Emily, also wir, hört nicht auf, um über ihre Schwester zu reden. Ich habe es langsam satt. Ashley hat angeblich in den oberen Stockwerken gearbeitet, als die Hölle losbrach. Sie ist wahrscheinlich tot, wie alle anderen auch. Ich kann ihr nicht die Wahrheit ins Gesicht sagen, aber sie muss es hinter sich lassen, wenn sie überleben will. Wenn wir hier rauskommen, können wir nur an unser eigenes Leben denken. Bis heute sind verschwunden Isabella Navarro, Kai Wong, Vanessa Hopkins, Travis, bla 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 bla. Brian
hat das geschrieben. Ja, wer weiß, wen wir alles noch treffen, kennenlernen, weiß ich nicht. So, hier haben wir so einen kleinen erbärmlichen Schlafplatz. Eine Fliege ist mir direkt ins Auge geflogen. Ich hinterlasse mein Testament für den Fall, dass ich es nicht lebendig herausschaffe und so weiter und so fort. Carmen, ich habe mich nie getraut, es dir zu sagen, aber du bist mir schon bei unserem ersten Treffen aufgefallen. Ich werde meine Chance nicht verstreichen lassen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja, hier sind wahrscheinlich die Toten. Ach, hier haben wir Knoblauch und eine Zwiebel. Ah, das sind Gegenstände, die wir finden, Geheimnisse. Davon gibt es 30 in dem ganzen Hotel und ich weiß nicht, was passiert, wenn wir die dann alle gesammelt haben. Hier sehen wir es. Ist das ein Granatapfel? Ich glaube wohl, oder eine Zwiebel. Aber das sieht jetzt nicht so echt aus, weil es einfach nur shiny ist und ja, zu unrealistisch das Ganze. So, hier haben wir auch noch hier. Hier haben sie Toilettenpapier gehortet. Ein Plan, wie die hier rauskommen. Ah, Fahrstuhl runter, Keller, hoch, zack, raus, alle jubeln. Party, Mai Tais und alles gibt's. Und hier tot. Oje. Okay, hier haben wir auch noch einen Brief. Ich möchte jetzt nicht alles lesen. Das sind alles Abschiedsbriefe und ja, was denn so alles passiert. Oh, guck mal hier. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, guck mal hier. Also ich liebe ja sowas in VR, wenn sowas möglich ist. Ja, cool, wenn man die jetzt noch rausholen könnte, aber das geht jetzt physikalisch nicht. Ah, der will uns jetzt was zeigen. So. Wir müssen ein bisschen schick machen auch für die Aufnahme hier. Okay, all right. I'll do it so you can take your morning dumps in peace. Also er zeigt uns jetzt, wie wir schießen sollen. Magazin rein, durchladen. Und Kimme Korn funktioniert hier super. Über Knopf rauswerfen, wieder rein. Also super, super easy. Oh. Ich kann nicht weg. Ich hätte jetzt gerne mal geguckt. Ja, wir ballern hier rum, wir waren zu laut. Oh ja, gegen Viren hilft das. Also oben, oh. Die Schwester. I see. A squad will be dispatched over this area in a few hours. Remember, only civilians located in a secure perimeter can be evacuated. I can't talk much. You'll hear me. I'll be waiting for you on the roof. Please, hurry. Roger that. Meanwhile,
Avoid getting bitten or scratched. The disease is extremely contagious. Be careful. Over and out. That was my sister. Oh, Ashley, I knew she was alive. I knew it, Owen. Yeah, I heard. And I'm thinking, since she has a radio transmitter, she's gotta be in the surveillance room on the 7th floor. Then it's settled. We have to go. Wait, hold up. Calm down. Look, Owen, it's now or never. We have to find Ashley and get the hell out of here. Yeah. The door won't hold much longer, and we're running out of food. So it's with or without you, but I am going to find my sister. All right, okay. You're right. All right, keep Let's on rolling. Rush out head first. Let's stick together, stay quiet, and gear up. Here, take this. At least you'll be able to carry stuff. Unsere Tasche. Das ist unser komplettes Inventar. Hier haben wir immer Ausrüstungsgegenstände, Gürteltasche, was da drin ist, Missionsgegenstände. Und ja, hier Ziele, geh in die oberste Etage, verlasse die Küche und so weiter und so fort. Dokumente, die wir finden. Und hier haben wir auch eine Karte von dieser Etage jetzt, wo wir uns gerade befinden. Und die ist auch extrem wichtig, um sich nachher zurechtzufinden, weil manche Flure sind ziemlich groß und lang und haben ganz viele Zimmer. Dann ist es nicht schlecht, wenn man das dann benutzt. I'm gonna open this door. My sister is alive. So, das sind unsere einzigen Waffen. Mehr haben wir nicht gefunden. I know. We'll find her. We should stay together from now on. Come next to me. Come next to me. Okay. Are you ready? Can we go now? Well, that was close. So, wir müssen sauber machen. Gegen Viren. Yeah, I'm fine. So. Scared than hurt. We better not stick around too long. They always wake up. Also, diese Szene, da habe ich mich zu Tode erschrocken im Livestream. Müsst ihr euch angucken. Ich bin froh, dass ich jetzt hier so ein bisschen wenigstens was kenne, um euch das zu zeigen. Aber hier das Spiel mit Licht und Dunkelheit, das ist in der PSVR nochmal um Welten besser. Als mit Quest oder Pico. Aber das Mura stört so immens. Und zieht einen auch immer wieder aus der VR-Welt raus, aus der Immersion raus. So, oh, da war eine Ratte. So, hat er vielleicht nicht mehr so einen Mundgeruch, ne? Kann man die Fliegen verscheuchen so? Nein. Okay, die kann man nicht nehmen, schade. Hey, stop it. Junge Owen. I thought he moved. I'm sorry. Ich dachte, er wäre umgezogen, war ein Übersetzungsfehler. Er hat gesagt, ich dachte, er hätte sich bewegt. Er hat richtig gehandelt. In dem Spiel müsst ihr aufpassen, tote Gegner können nicht tot sein und stehen danach auf. Und? Ah, hier haben wir noch so Geheimnis. So, dann gehen wir mal durch den Schacht. Look, we can go to this vent. Okay. I'm right behind you. Also man kann sich auch per Taste hinhocken, aber ich finde das realistischer, wenn man sich dann wirklich selber hinhockt. Oh, wow. Oh, what happened here? It's a bloodbath. Ob das ausreicht? Also die Leichen sehen schon echt krass aus, oder die Zombies. Na komm mal, kippen. Smoking is addictive. Recognize people I know. Don't get too close. We don't know if they're infected. I hope they'll find a way to cure them. Yeah, me too. Die werden alle infiziert sein. Let's try not to end up like them. Okay.
Oh Gott. Well, that was close. Are you okay? I'm injured. Here, take this spray. Spray it on you. You feel better. Careful. It runs out pretty fast. You'll have to fill it up with bottles of antiseptic. Das ist unser Spray. Hier ist der Füllstand und wir finden immer kleine Fläschchen, die wir dann da reinfüllen können und dann haben wir wieder was zum Nachladen quasi. Wait, I'm gonna lift this so we can go under it. Okay. Auch nicht schlecht, wenn man mal hier so eine Frau ist und man muss nicht immer alles machen, ne? So. I'm right behind you. So, in dem Spiel hier ist es sehr wichtig zu looten. Und das solltet ihr auch echt gründlich machen. Oh Gott. Also das sieht sehr ungesund aus. Hier haben wir so ein Fläschchen, was wir hier reinfüllen können. Packen wir aber erstmal in unsere Tasche. Also derjenige sollte definitiv zum Arzt gehen. Oh. Na komm. Hier ist aber nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Lichtschalter. Okay, geht nicht. Wäre auch nice, wenn sowas gehen würde. Könnte man vielleicht auch so ein bisschen mitspielen als Entwickler. Okay, hier liegt noch einer. Na, guck mal, sowas geht jetzt auch. So, mal Kontrolle hier. Das geht nicht. Hier müsste auch mal wieder sauber gemacht werden. Okay, das zu. Ah, hier haben wir wieder ein Geheimnis. Drei Stück. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man dann 30 gefunden hat. Lobby. Home sweet home. It's so strange. It's never that quiet here usually. It's even a little too quiet, if you want my opinion. So, jetzt schauen wir uns einfach mal an, was wir denn machen sollen. Die Aufzüge in der Hauptlobby sind der schnellste Weg in die oberste Etage. Okay, Aufzüge sind dahinter. Okay, dann gehen wir mal dahin. Like the elevators are dead. We can't use them. Of course. It would be too easy. Let's take the stairs. Come, follow me. So. Try to open the door with your badge. But I don't have my badge. Damn it. Me neither. All right. There has to be a badge around here. Go check out the reception area. I'll go into the luggage room. If anything happens, yell and I'll show up in no time. You better. Der Onus. Der erinnert mich immer an Chris Reality. Das wollte ich machen. Das muss funktionieren. Also das. Hätten die das jetzt nicht funktionierend gemacht. Hallo? Okay. Wir sollen uns hier umschauen im Empfangsbereich. Hinweis an alle Mitarbeiter des Paradise Hotels. Wir haben wieder die Ehre, die geschätzten Wester Dunn und Dee Tweedle ab Montag für mindestens 2 Wochen zu begrüßen. Deshalb wird die Hauptlobby so eingerichtet, dass die Fans draußen bleiben. Wenn dir jemand Verdächtiges auffällt, bitte melden bei bla 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 bla. Deren Tüte gehören zu den wichtigsten Gästen des Hotels. Daher ist es wichtig, sie mit größter Sorgfalt zu behandeln. Ja, das sind die Kerle. Dumb and Dee.
Und ich habe die Befürchtung, dass wir die auf jeden Fall kennenlernen werden. So, dann gehen wir mal hier lang. Hier haben wir die Christopher Johnson, Manager und Director. Da hängt eine Leiche. Das geht aber. Also die Sachen kann man zusammenstecken. Ja, ist auch gut. Okay, vom Geräusch wurde ich ein bisschen überrascht. Ist auf jeden Fall was Großes gewesen. So, da ist unsere Taschenlampe. Die ist mega wichtig. Und ich kann mich erinnern, zeige ich euch aber kurz. Wir müssen in diesen Raum rein, um den Zugangsausweis zu bekommen. Dafür mussten wir in diesen gruseligen Raum hier. Oh, it's dark in here. Die Taschenlampe ist fast leer. Da ist der Code. 45678. Die Taschenlampe können wir uns hier hinheften. Oh Gott, die ist nicht ganz tot. Oh Gott. 4, 5, 6, 7, 8. Die macht mich ein bisschen nervös, die Frau. There we go. So, und guckt euch immer um, liegt irgendwo noch eine Batterie, Munition oder sonst was, das ist mega wichtig. Da zum Beispiel liegt noch eine Batterie und schaltet die aus, wenn ihr die nicht mehr braucht. Ist auch schon wichtig. So, Inventar. It looks broken. Okay, da kommen wir nicht weiter. Gehen wir mal zurück. Immer die Geräusche, ey. Das ist so. Puh. Oh, da ist ein Wrestler. Oh nein, Owen. Owen, oder soll ich Chris sagen? Oh je. Don't do that to me, Owen. Please don't leave me. You have to go back to your wife. We have to get out of here. Ja? You were supposed to get out of here. Thank you for everything. Ja, Owen. Gut, dass wir dir die Haare noch gemacht haben. Ja, jetzt müssen wir alleine losziehen. Hilft alles nichts. Dann versuchen wir dahin zu kommen. Wie gesagt, hier möchte ich euch erstmal nicht so viel zeigen, aber dass ihr mal euch einen Eindruck verschaffen könnt von dem Game hier. Okay, I need to find Ashley before this monster finds her. Und immer schön versuchen, überall reinzukommen, überall looten, ganz wichtig, besser looten als bluten. Oh Junge, die hat sich die Seele aus dem Leib gekotzt, würde ich mal sagen. Das muss ich auch mal probieren. Nein, geht nicht. Auch nicht, kann man auch nicht hochheben. Also weiter. Daher kommen wir. Oh, da ist auch noch ein Raum. Batterie.
Motorraum oder Anschlussraum von den Aufzügen. Aber wenigstens haben wir noch eine Batterie uns holen können. So, okay. Auf zu Rimmen. Ich möchte nicht wissen, wie es hier stinken würde. Ach, da ist noch ein Geheimnis. Und das ist auch ein Geheimnis, was besser Geheimnis bleiben sollte. Okay, raus hier. Also im Spiel geht es darum, von Etage zu Etage durchzukommen und Türen zu öffnen. Man kommt in diversen Türen nicht rein, dann muss man wieder zurück, einen Schlüssel holen, Keycard und so weiter und so fort. Alter. Ich habe es zwar schon gespielt, aber ich habe das nicht mehr im Blick gehabt. Okay, also wichtig ist es hier im Spiel auch leise zu bleiben. Rennen verursacht Geräusche, Türen verursachen Geräusche und locken dann auch irgendwann Gegner an. Also versucht euch so leise wie möglich zu verhalten. Okay, hier ist zu. Ich möchte jetzt auch gar nicht so viel Spieldauer hier zeigen. Genau, hier wird es auch nochmal gezeigt, diskret sein. Wenn ihr wirklich mehr Gameplay davon sehen wollt, schaut in mein verlinktes Video, was ich mit dem PC aufgenommen habe. Da spiele ich auf jeden Fall weiter, als ich heute dann spielen werde. Aber ich bin bisher positiv überrascht von der PlayStation VR-Version. Sicher, sicher, ne? So, dann sollte man immer gucken, was muss man machen? Da ist unser Auftrag, geht zur Servicetreppe. Dann haben wir hier auch, hier sehen wir ja uns, wo wir hin müssen. Und dann würde ich dann versuchen, erstmal in die Richtung zu gehen. Man kann natürlich auch versuchen, erstmal hier so. Hier noch zu looten, so ein bisschen. Da sind auch noch. Okay. Schon so beklemmt. Bisschen. Munition. Mega wichtig. Gewehrpatronen aber. Batterie. Okay, das ist schade, dass man die so nicht bewegen kann. Oh, guck mal, ein Geheimnis. Also die Lichteffekte, die sind richtig gut. Kommen hier richtig gut rüber. Okay, wir gehen erstmal da lang, wo wir eigentlich lang wollten. Bleibt alle liegen. Ihr müsst alle nicht nervös werden. Okay, ist auch zu. Auch zu.
So, hier kommen wir auch zu den Aufzügen. Und hier würde ich dann auch fast schon die Folge beenden. Wie gesagt, ich wollte euch nur mal zeigen, wie das Ganze aussieht auf der PlayStation VR 2. Kann ich noch ein bisschen looten. So, geben wir uns noch einen schönen Wein ein. Oh, das ist cool. Sowas liebe ich auch. Wenn auch Dinge dann kaputt gehen. So, ich würde jetzt hier speichern, auf jeden Fall. Und wenn es von euch gewünscht ist, dass ich noch was zeige, einen Livestream mache zu dem Gameplay von hier aus mit der PlayStation, dann ja, gerne unter die Kommentare, wenn sich genug melden und sagen, ja cool, würde ich mir gerne anschauen, einen Livestream, ja, dass der Sebastian sich da sozusagen auf gut Deutsch einscheißt, ja, dann unter die Kommentare damit, wenn ihr da davon mehr sehen wollt. Ja, gucke ich mal, wenn ich Zeit habe, dann können wir gerne mal einen Livestream machen. Soll sich natürlich auch lohnen, sollten dann genug Leute Interesse daran haben. Ja, Leute, also bisher muss ich sagen, ich bin echt positiv überrascht. Die haben hier die PC-Version super umgesetzt für die PlayStation VR 2. Es läuft mega flüssig, also Wahnsinn, also total super abgestimmt, das Ganze. Ja, wir haben hier 120 Hertz nativ. Ich merke diese Herzzahlen sowieso nicht so gut, aber ich merke, dass es mega flüssig ist. Es ist super angenehm, das merke ich schon. Die Lichteffekte, auch wenn ich jetzt hier unter der Lampe stehe, das ist total hell und ja, Dunkelheit sieht man halt fast nichts. Das ist auch sehr gut. Hier stört das Mura nur. Also das ist der einzige negative Punkt, da kann das Spiel nichts für, da kann nur Sony was für. Aber ansonsten ist das hier perfekt umgesetzt. Ein richtig cooles Horror-Game, muss man einfach sagen. Lohnt sich definitiv für alle Horror-Fans da draußen, die jetzt eine PSVR 2 haben. Holt euch das Game, wenn ihr mehr Gameplay sehen wollt. Ich verlinke jetzt in die Infobox und in die Beschreibung noch das Video von meinem PC-Livestream. Könnt ihr auch sehen, wie sehr ich Angst habe und wie sehr ich gelitten habe, weil ich leide echt bei solchen Horror-Games. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet euch einen Eindruck zur PSVR 2-Version machen. Und ja, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, jetzt bitte auf Abo-Button drücken. Würde ich mich echt freuen. Und ja, ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.